Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine Retoursendung, eine Rücksendung eines Pakets machen könnt über die DHL Packstation. Und zwar fangen wir ganz vorne an. Ich habe mir Schuhe gekauft und habe mehrere Schuhe gekauft. Die Rücksendung von den Schuhen, ein paar habe ich gekauft. Den Rest habe ich gesagt, okay, geht alles zurück. Das habe ich mir so mit eingerechnet. Und bei der Firma Engelhorn ist die Rücksendung kostenlos und für den Versand als insgesamt habe ich 1,30 € bezahlt. Dann ist bei den meisten Firmen ein Retourschein mit dabei. Den Retourschein, den nimmt man und macht zuerst mal den alten Kleber auf, weg. Und zwar hauptsächlich den Barcode weg mal. Wichtig, ganz, ganz wichtig, der Barcode darf nicht mehr sichtbar sein, sonst wird es falsch erfasst. Dann geht man hin und klebt den neuen Retourschein auf. Der muss diesen Barcode mit drauf haben. Und zwar vor allem ist wichtig der Barcode, der zur Adresse, oberhalb von der Adresse ist. Dann geht er zur Packstation. In der Packstation klickt er auf den Monitor, das ist die Packstation 133 bei in Nürtingen. Dann klickt ihr auf, hier nochmal, auf Versenden. Hier Versenden. Dann kommt manuelle Eingabe oder Barcode. Wir suchen uns den Barcode, der über dem Adresslabel ist. Also, wenn ihr es nicht erkennt, bitte nochmal den richtigen Barcode nehmen. Dann die Größe auswählen. Mensch, welches Paket passt denn rein? Wir haben hier kleine Pakete, große Pakete, mittlere Pakete. Das ist ein L. Ups. Und da war ja hoffentlich keine Eier drin. Nein, Schuhe war drin. Dann passt es gerade hier rein. So. Und durch den Barcode und dieses Schlüsselfach ist, sobald es eingerastet ist, die Bestätigung da, dass dieses Paket versendet wird. Möchte ich einen Beleg drucken? Nein, möchte ich weiteres versenden? Nein. Bin ich ein Kunde? Nein. Möchte ich DSGVO bestätigen, Datenschutz? Ja. Möchte ich einen Beleg? Den kann ich hier nicht drucken. Das ist nicht stationsabhängig. Ich kann mir eine Mail schicken, eine Bestätigungsmail. Ja, die möchte ich haben. Damit tippt ihr eure Mail ein, dann geht die raus. Und damit ist das erledigt. Jetzt kommt noch eine Belegabfrage und damit hat sich's. Wichtig ist mir hier, dass ihr, wenn ihr diesen Aufkleber gemacht habt, den Aufkleber, der dann am Anfang kommt, dann ist euer Paket verifiziert und kommt dann auch am richtigen Platz an.